ihr Lieben, ihr habt es gesehen, wir machen Low Carb Focaccia, also falls man das so ausspricht, ansonsten halt, wie man es auch immerhin ausspricht. Jedenfalls machen wir das jetzt und zwar, ich habe einmal 100 Gramm gemahlene Mandeln, die blanchierten habe ich genommen. Hier drin sind einmal 30 Gramm Sesam, 25 Gramm Sonnenblumenkerne und 15 Gramm Leinsamen. Das habe ich einfach alles gemahlen in der Kaffeemühle. Ihr könnt es sonst auch im Smoothie Maker machen und alles schön fein mahlen. Dann brauchen wir 100 Gramm Frischkäse, den Körnigen, also den Körniger Frischkäse gleich Hüttenkäse genau. Ein Teelöffel Backpulver, 2 Esslöffel Olivenöl, einen halben Teelöffel Salz, 2,5 Eier. Und dann später dann auf, also als Belag haben wir hier getrocknete Tomaten, die waren im Öl eingelegt, grüne Oliven, schwarze Oliven und italienische Kräuter. Und das können wir eigentlich erstmal hier zur Seite stellen, weil das kommt erst später. Ich sehe noch hier, dass hier das noch etwas schmutzelig ist, von dem Öl eben. Aber wir fangen jetzt mal an. Achso, den Ofen habe ich übrigens auf 180 Grad Ober- und Unterhitze eingestellt zum Vorheizen. Und dann können wir jetzt schon starten. Und zwar der Frischkäse, den geben wir zu den Eiern. Dann geben wir einfach schon mal unser Salz dazu. Dann so 2 Esslöffel Öl. Ach nee. Machen wir es, wenn schon genau, nehmen wir uns lieber einen Esslöffel. Einmal, zweimal. So, und das tun wir jetzt einfach erstmal verrühren. Und dann geben wir einfach noch unsere trockenen Sachen dazu. Die gemahlenen Mandeln. Mal sehen, ob das jetzt wieder gut geht. Ah, geht gut. Und unser Backpulver. Und das müssen wir jetzt wieder schön verrühren. So, was ich gerade nachträglich noch reingegeben habe in den Teig, ist schwarzer Pfeffer. Ich habe mir jetzt überlegt, ich glaube, ich teile das auf 2 auf. Müssen wir mal gucken, wie wir das verteilt bekommen. Ja, das geht ja eigentlich ganz gut hier mit dem tritt mir der Name nicht ein. Palette. Genau, so war es ja, Palette. Und so geht es jetzt erstmal ab in den Ofen. So, jetzt war das Ganze 15 Minuten im Ofen. Jetzt bestreue ich das erstmal mit den italienischen Kräutern. Und wie gesagt, also, was heißt wie gesagt, ich habe es ja noch gar nicht gesagt, mit den Oliven, die drücken wir jetzt so ein bisschen rein. Ich habe das jetzt nicht abgemessen, also habe einfach willkürlich mir jetzt mal was zurechtgeschnitten. Deswegen kann es auch sein, dass ein bisschen viel ist. Tun wir jetzt einfach so ein bisschen reindrücken. Und so geht das Ganze jetzt wieder ab in den Ofen. So, meine Lieben, ihr seht, ich habe schon ein bisschen das Ganze angeknabbert und ich finde es super lecker. Ich finde es richtig toll, richtig lecker. Ich bin jetzt noch nicht zu den Oliven und den Tomaten durchgegriffen, aber mir ging es, wie die schmecken, weiß ich ja, mir ging es ja um das Brot an sich. Ich kann euch es wärmstens empfehlen. Aber jetzt natürlich noch zu der Backzeit. Und zwar beim ersten Mal, wisst ihr ja, 15 Minuten. Beim zweiten Mal hieß es eigentlich weitere 8 Minuten. Da war mir das Ganze aber noch nicht braun genug. Und dann habe ich nochmal meine Grillfunktion eingestellt und habe das Ganze nochmal so 4-5 Minuten unter der Grillfunktion gelassen. Wenn ihr jetzt keine Grillfunktion habt oder so, dann lasst es einfach so lange drin, bis eure gewünschte Bräune da ist. Da müsst ihr einfach halt zwischendrin immer mal reingucken. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, außer macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal.